Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier auf einem einzigen Block, den wir abbauen können. Daraus bekommen wir weitere Blöcke. Damit können wir uns hier auf jeden Fall eine kleine süße Base bauen. Wir haben hier hinten schon ein Nether-Portal und hier auf der Seite haben wir das Endportal. Und unsere Aufgabe ist es, uns so gut es geht auszurüsten und den Ender Dragon wegzuschnetzeln. Ich baue mal hier den Block ab, Katja. Achtung und ich bekomme einen Erdblock. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Damit können wir hier unser Skyblock ein bisschen erweitern. Du bekommst auch wieder einen Erdblock. Sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall hier schon mal einiges abbauen insgesamt. So, bitte abbauen. Die ganzen Blöcke bekommst du. Die kannst du hier sehr gerne platzieren. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Kiste. Wir haben 7 Diamanten bekommen. Packed Eis. Ein bisschen was zum Essen. Das ist ja so null gut. Okay, hier das Fass wird natürlich auch wieder abgebaut. Und wir haben wieder ein weiteres Fass bekommen. Mit einem Name-Tag. Das ist sehr gut. Oh, nice. Okay. Dann baue ich hier auf jeden Fall einige Blöcke ab insgesamt. Wir haben nochmal ein Fass bekommen. Mit Knochen. Wir haben Diamanten. Sogar einen Sattel. Wir brauchen als nächstes auf jeden Fall Holz. Oh, wir haben hier Holz. Sehr gut. Okay, das wird perfekt abgebaut. Daraus können wir auf jeden Fall schon ein Crafting-Table machen. Wie viel Holz wir hier bekommen. Wie gut. Okay, ich crafte auf jeden Fall das Holz hier schon mal um. Dankeschön und Dankeschön. Daraus mache ich hier einen kleinen Crafting-Table. Den Crafting-Table würde ich direkt hier mal an die Kante platzieren. Ganz genau so. Dann können wir uns hier auf jeden Fall schon mal ein paar Stickies machen. Dankeschön. Wir haben 7 Diamanten. Soll ich daraus schon mal eine Diamantspitzhacke machen? Ja, warum nicht? Okay, Diamantspitzhacke mache ich insgesamt. Oh, zack, sehr gut. 4 Diamanten haben wir auf jeden Fall noch übrig. Packed Eis haben wir. Daraus können wir... eine Kuh. Und eine Kiste. Moment mal, was ist denn hier in der Kiste drin? Wir haben eine Diamantspitzhacke drin. Ah, jetzt nein, haben wir zwei. Warte. Ich gebe dir die hier, bitteschön. Okay, damit können wir hier auf jeden Fall die Steine ein bisschen schneller abbauen. Kiste wird abgebaut, dankeschön. Jetzt bekommen wir hier wieder ein bisschen Erde. Oh, wir bekommen wieder ein bisschen Holz. Ein bisschen Eisen habe ich auch. Da würde ich mal, Katja, aus dem Eisen eine Axt machen. So, da haben wir hier auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke und eine Axt. Damit können wir hier die Blöcke noch besser abbauen. Was bekommen wir denn jetzt noch hier noch? Eine. Oh, mit Effizienz 2, das ist sehr gut. Und auch eine Schaufel bekommen wir. Damit können wir hier tatsächlich alles so doll schnell abbauen. Oh, Erde haben wir. Ich baue uns hier schon mal in die Richtung des Nether-Portals, nur dass du Bescheid weißt. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich lege mal gerade das gesamte Holz, was ich habe, hier in die Kiste. Wir haben so viel. Ich kann die Lilypads hier auf jeden Fall auch schon mal wegwerfen. Das brauchen wir auch nicht. Nee. Ein bisschen Essen haben wir auch insgesamt. Da werden hier auf jeden Fall, die Blöcke abgebaut. Oh, den goldenen Apfel haben wir bekommen. Und wir haben unseren ersten Stein. Sehr gut. Okay, das brauche ich nicht. Holz haben wir wirklich einiges. Ein Cobblestone haben wir. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hätten wir noch eine Lava, könnten wir uns hier auch einen kleinen Cobblestone-Generator bauen. Oh, stimmt. Wir bräuchten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stein für einen Ofen insgesamt. Und guck mal, wie viel Holz wir haben. Ja, okay, das geht aber wirklich sehr schnell. Oh, da war sogar Glas gerade. Oh, Moment mal, wieder eine Kiste. Wir haben eine Fishing Rod bekommen. Okay, die hat nur Unbreaking 3. Okay, ein Hühnchen haben wir bekommen. Ein Silberfisch ist hier. Okay, der wird natürlich auch weggeschnetzelt. Oh, ein Fuchs haben wir. Oh, wie süß. Dann haben wir hier sogar Eisen. Okay, Eisen wird abgebaut. Wir haben eine Kiste mit einem Skalk-Sensor. Wir haben ein paar Soul-Torches. Wir haben noch ein paar Knochen. Ich werde mal, Kater, hier das Holz ein bisschen umcraften. Zack, und zack. Und daraus ein paar Kisten machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Die kommt hier nebendran, ganz genau so. Da lege ich hier auf jeden Fall schon mal alles rein, was ich nicht gerade brauche. So und so. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch sehr gut ausrüsten insgesamt. Okay, hier ist nichts mehr drin. Das kann ich abbauen insgesamt. Und als nächstes bekommen wir eine Biene. Oh, wie süß. Okay, die können wir auch wegschnetzeln. Eine weitere Kiste mit einem Sattel. Okay, das ist auch nicht schlecht. Und, eine Kuh haben wir. Da bekommen wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Essen. Vielleicht haben wir Glück, Kater, und wir bekommen einen Sapling. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lege das hier nochmal in die Kiste rein, was ich gerade nicht benötige. Wir haben auf jeden Fall noch einiges an Eisen. Oh, wir haben hier noch eine weitere Kiste. Moment mal. Die Kiste kommt hier nebendran. Sehr gut, jetzt haben wir hier auch eine Doppelkiste. Eisen habe ich, Gold habe ich. Wir haben 11 Diamanten. Hier wäre noch eine Spitzhacke mit Effizienz 3. Die ist sogar noch ein bisschen besser. Wow. Dann lege ich das mal hier rein. Okay, wir sind auf jeden Fall schon sehr gut ausgerüstet. Ich habe auf jeden Fall schon einen Diamanthelm und auch Eisen und eine Diamanthose. Hier haben wir noch ein bisschen Lapis-Lazuli drin. Das nehme ich alles mal raus. Wir haben einen Bogen bekommen mit Unbreaking 3 und Power 3 und Regeneration Potions und ein paar Bücher. Okay, der Bogen wird uns auf jeden Fall sehr doll viel helfen, den Ender Dragon wegzuschnetzeln. Dann werden die Blöcke hier auf jeden Fall noch abgebaut. Ein bisschen Erde haben wir noch. Ein weiteres Fass haben wir. Wir haben hier noch ein Verzauberungsbuch mit Protection
Protection, das ist sehr gut. Das lege ich mal hier rein, zack, 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 das kommt auch alles hier rein. Und du hast dich hier mit den gesamten Blöcken fast schon bis zum Nether gebaut. Das ist sehr gut. Und wir können ins Nether gehen. Dort können wir Blazes wegschnetzeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Gacha, ich komme auch ins Nether. Hallo. Hallo. Oh, hier können wir richtig viele Blöcke abbauen. Wie gut ist das denn? Okay. Damit können wir uns einen schönen Weg machen. Das stimmt. Ja, ja, damit können wir uns auf jeden Fall ganz einfach zum Endportal rüberbauen. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch einige Blazes wegschnetzeln und auch Endermänner. Ich mache uns auf jeden Fall auch noch Goldschüchen hier insgesamt. Ah, perfekt. So und so. Okay, wir sind auf jeden Fall tipptopp da gut ausgerüstet. Hast du ein gutes Schwert? Ich habe gar keins. Ja, dann sollten wir noch ein Schwert haben. Ja, das stimmt. Und schau mal, Karte, wir haben hier eine Festung gefunden. Ich habe ja auf jeden Fall noch deine Rüstung. Schau mal, bitteschön und bitteschön. Hier ist ein Blaze hinter dir. Was macht der denn hier? Zack, der wird weggestellt. Okay, hier haben wir Blazes. Hier vorne haben wir auch Blazes. Oh, da ist wieder einer. Die können wir jetzt hier alle sehr, sehr gut wegstetzen. Wenn wir 7 Stück haben, können wir auf jeden Fall ein blaues Biom suchen und dort dann die Endermänner wegstetzen. Bitte Blazes wegstetzen. Und zack, haben wir. Sehr gut. Das klappt super, super, super gut. Und dann, Karte, können wir tatsächlich das Endportal aktivieren und den Ender Dragon wegschnetzeln. Aber dafür bräuchten wir vielleicht noch ein paar mehr Pfeile. Und vielleicht könnten wir tatsächlich sogar noch unser Schwert ein bisschen verzaubern insgesamt. Ja, das wäre nice. Wir können auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir hier vielleicht ein paar mehr Blöcke abbauen. Hier sind nochmal 2. Bitte wegstetzeln. Haben wir. Und der wird auch weggestetzelt. Den haben wir auch. Und 6 Stück haben wir schon. Wir brauchen nur noch einen einzigen letzten easy. Insgesamt. Sehr gut. Wir haben alle 7 Stück. Dankeschön. Die kann ich auf jeden Fall schon mal umcraften. Wir haben 14 Blaze Powder. Okay, dann geht's auf jeden Fall zu den Endermännern. Und Moment bei Karte. 6 Enderpearls habe ich auf jeden Fall schon. Das Portal zurück haben wir ja auch schon gebaut. Wie viel hast du schon? Da unten ist noch eine. Der wird weggeschätzelt. Oh, der hat keine getroppt insgesamt. Guck mal, ich habe schon ein paar. Hier. Ja, ja, ja. Dankeschön. Du da hast... Da hinten war auch noch eine. 13 haben wir insgesamt. Reichen 13? Ja, eigentlich schon. Nee, eigentlich sollten wir, wenn wir 14 Blaze Shots haben, sollten wir 14 Enderperlen noch haben, oder? Okay. Noch einen holen wir. Komm, ja, ja. Holen wir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist er. Hilfe. Ich stetze! Ich stetze! Ich stetze! Oh, hat er was gedroppt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ganz hinter dir! Oh, nö. Oh Gott. Hat er was gedroppt? Ich habe eine. Ah, sehr gut. Achtung, da ist noch einer! Oh Gott. Oh Gott. Der haben wir weggeschätzelt. Guck mal, bitteschön. Oh, dankeschön. Und die letzte Enderpearl können wir umcraften. Und wir haben 14 Eye of Ender. Das bedeutet, wir können das Portal wieder zurück insgesamt. Okay, die Eye of Ender können wir auf jeden Fall sofort hier ins Endportal reinlegen. Wir können uns vielleicht gerade noch ein bisschen mehr Pfeile craften. Ein Bogen habe ich auch. Der geht aber relativ schnell kaputt. Wir könnten auf jeden Fall vielleicht noch unser Schwert verzaubern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Federn hast du. Sehr gut. Ich habe auch ein paar. Wir haben aber, glaube ich, keine guten Verzauberungsbücher. Nee. Okay, ich baue noch ein bisschen hier die Blöcke ab insgesamt. Fire Protection Schüchen habe ich hier. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Ja. Okay, was haben wir hier? Ein paar Blöcke haben wir wieder. Die werden natürlich wieder abgebaut. Slow Falling wäre nice. Oh, das stimmt. Slow Falling wäre sehr, sehr doll gut. Sogar ein Diamantblock. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, ein Silberfischstiel haben wir hier vor auf jeden Fall. Und wir haben hier, na, Schneebälle und Dings brauchen wir nicht. Okay. Obwohl, die Schneebälle könnten wir benutzen, um die Endcrystals wegzuschnetzeln. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir bräuchten jetzt noch sehr, sehr gute Rüstung oder sehr gute Verzauberungsbücher. Oh, hier haben wir noch 2 Diamanten. Schneebälle haben wir zusätzlich auch noch. Okay, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Pfeile. Schau mal, Kater, die gebe ich dir auch mal. Bitteschön. Hier die Hälfte insgesamt. Rüstung haben wir auch relativ gute. Danke. Das ist sehr gut. Dann werden hier auf jeden Fall die Eye of Ender reingelegt. Zack, zack und zack. Und das End wird gleich aktiviert. Und es geht ab ins End-Joker. Oh, ui. Du hast was drüber geschubst. Tschüssi. Dann geht's hier ab nach oben. Und wir können den Ender Dragon hoffentlich relativ einfach wegschnetzeln. Ich habe auf jeden Fall ein paar Schneebälle. Damit können wir relativ gut die End-Crystals kaputt machen insgesamt. Moment mal, hier geht's nach oben. Zack ja, nice. Und zack. Ich habe einen Bogen. Oh, sehr gut. Ich habe auch einen Bogen. Da sehe ich schon die End-Crystals. Bitte abwerfen insgesamt. Und Epic, guck mal, was ich auch noch habe. Was hast cool. du? Gute Sachen habe ich hier. Oh, du kannst dich einfach hochbauen mit den Ranken. Das ist sehr cool. Oh, ich kriege ein bisschen Damage hier insgesamt. Und der wird noch weggeschnetzelt. Und das müsste der letzte, glaube ich, sein. Moment mal. Der Treffe wird nie. Auch weggeschnetzelt. Oh nein. Ich treffe dich. Hab ihn getroffen. Sehr gut. Sehr und gut. Jetzt können wir dem Ender Dragon relativ viel Damage machen. Oh, nö. Wo fliegt der denn lang? Oh, ich habe ihn getroffen. Du machst ihm auf jeden Fall schon einiges an Damage. Ich helfe dir, Karte. Ich helfe dir. Hä? Der kriegt keinen Damage und mehr. Bitte wegschätzen. Okay, wer kriegt relativ sehr viel Damage? Es geht.
Bald haben wir ihn zur Hälfte weggeschnetzelt. Okay, er fliegt wieder los. Jetzt kann ich ihm aber mit meinem Power 3 Bogen relativ viel Damage machen, wenn ich ihn treffe. Oh, nee, 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 nee. Achtung. Landet er wieder? Power 3? Ja, ich habe ihn wieder getroffen. Mit dem Bogen macht man so viel Damage. Schau dir das hier mal an. Und er ist wieder gelandet, er ist wieder gelandet. Und oh nee, aber das Drachenatem. Drachenatem ist genau unter ihm. Oh, ich krieg sehr viel Damage durch Drachenatem. Ich habe ein einzelnes Herz. Ich nehme ein bisschen Regeneration. Sehr gut. Okay, er ist wieder losgeflogen. Ich versuche ihn wieder zu treffen insgesamt. Und er kommt nach unten, er kommt nach unten. Nein, bitte treffen. Ich habe ihn wieder getroffen. Okay, wir haben ihn gleich auf jeden Fall weggestetzelt. Oh, er landet wieder. Und ich bin unter ihm, ich bin unter ihm. Ich niemals an ihn ran. Ich habe noch drei Herzen. Okay, wenn er jetzt losfliegen sollte. Oh, Geister, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Sehr gut. Und wir haben ihn weggestetzelt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, wie gut. Wir konnten uns hier durch den einzelnen Block super, super, super doll gut ausrüsten und haben tatsächlich hier den Ender Dragon weggeschnetzelt. Es war sehr nice. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.